Wow, der Moshop sieht ja wirklich super aus, wenn seine Textur noch nicht richtig geladen ist. Und damit willkommen zurück bei Ark Survival Evolved. Ja, was ist unser Plan für diese Folge? Eigentlich ist unser Plan für diese Folge eine Base. Oder zumindest ein Ort, an dem man eine Base bauen könnte. Das Ding rückt mir irgendwie verdammt nah auf die Pelle, kann das sein? Warum ist denn der so fokussiert auf mich? So, du wirst das nur auf Leben geskillt, damit du nicht die ganze Zeit down gehst. So, kann ich dich jetzt abbauen? Du bist ja hier ganz offensichtlich. Kann ich. Organisches Polymer. Wofür brauche ich das denn? Okay, und sehr viel verdorbenes Fleisch. Das ist sehr gut. Das kann ich dann direkt für die Narkopfeile später benutzen. Alter, der... Warum kommt er mir so nah? Ist das irgendwie neu auf dieser Map hier? Die sind einem doch sonst nie so stur gefolgt. Also so, dass die wirklich direkt hinter dir stehen. Okay, jetzt wird es gerade Nacht. Das ist sehr, sehr ungünstig. Denn in der Nacht ist es meistens sehr, sehr dunkel. Aber ich kann mir eine Fackel machen. Gut, dann mache ich das gleich mal. Ja, ein geeigneter Ort für eine Base. Wie sähe es denn da oben auf diesem Durchgang aus? Das wäre natürlich insane. Aber die Frage ist, kommt man da auch tatsächlich irgendwie wirklich hoch? Ich kann es nur durch rausfinden. Nee, ich kann es nur durch rumprobieren herausfinden, sage ich mal so. Ich versuche jetzt einfach mal irgendwie darauf zu kommen. Ach, bitte nicht. Bitte, tu es einfach nicht. Der hat mir irgendwas geklaut, ne? Ja, scheiß drauf. Behalt's. Wenn du dich dann trotzdem verpisst, dann darfst du es behalten. Was willst du? Honig einer riesigen Biene habe ich mal überhaupt nicht. Das kannst du gleich mal wieder vergessen. Der stellt zu hohe Ansprüche. Bitte geh einfach. Bitte geh. Ich möchte eigentlich auch wirklich gar nichts mit dir zu... Bertha, was machst du da? Ich sehe wirklich gar nichts mehr. Ich sehe nichts. Aber ich hab ihn. Sehr gut. Och nö, ach komm, nicht noch einer. Triceratops, hilf mir. Ach, im Dunkeln ist es halt echt kacke. Ich kann dem nicht helfen, so. Ich kann dem nicht einfach so helfen. Ich hab denn auch nichts. Ich muss ein paar Bären essen. Komm, wir müssen einfach weit genug weglaufen, Bertha. Folgt mir einfach. Wir müssen einfach schneller sein als der Dilo. Junge, diese Dilos fucken aber auch wirklich ungemein ab am Anfang. Was ist das da? Okay, das ist ein Parasaurier. Das sah gerade ganz kurz irgendwie nach einem Kano aus oder sowas im Schatten. Ja, ob hier am Strand so wirklich der geeignetste Ort für eine Base ist, ich weiß es ja nicht. Vielleicht würde es aber wirklich Sinn machen, hier. So direkt an der Steinkante, hier kommt dann safe auch kein Dino. Hier irgendwie so. Dann hat man hier das quasi schon so als Schutz, als natürlichen Schutz. Was auf jeden Fall Sinn machen würde, wenn ich Bertha jetzt hier erstmal einmal abstelle. Du bleibst jetzt mal bitte hier. Genau da stellst du dich jetzt mal hin. Ich sollte vielleicht auch ein paar Bären reinlegen, dass du ein bisschen was zu fressen hast. Dann müsste ich natürlich die Steine hier wegräumen. Und dann könnte ich eigentlich hier so ein bisschen so eine kleine... Zumindest erstmal für den Anfang so eine Base bauen. Das ist ja nichts für immer. So, das mache ich dann jetzt erstmal hier. Oh! Alter, hat er mich erschreckt. What the fuck? Bertha, sag mal, kommst du mal bitte... Kommst du mal bitte sofort wieder mit? Was soll denn das? Warum hauten die vor so einem komischen... Vor so einem Spacken da ab? Der greift doch sowieso nicht an. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Gut, okay, wir sind wieder Level up. Eigentlich noch mehr Gewicht. Passiv heißt halt, dass er flieht, ne? Muss er dann immer sofort vor allem weglaufen? Dann tue ich ihn vielleicht doch mal lieber auf neutral. Was ist denn das da hinten? Was leuchtet denn da so grün? Du bleibst hier und wartest. Ich schaue mir das vielleicht mal ganz kurz an. Ist das ein... Hä? Okay, nee, es ist ein Texturfehler. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Was ist denn das? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Sowas habe ich noch nie in Ark gesehen. Aber gut, okay. Meinetwegen, was sein muss, muss sein. Es ist wirklich ganz schön aufwendig, diese Steine hier wegzumachen. Vielleicht schaue ich mich um, ob ein bisschen weiter hinten auch ein Ort ohne Steine ist. Das ist, wie wäre es denn hier zum Beispiel? Ja. Hallo Triceratops. Warum guckst du mich so böse an? Ich habe doch wirklich gar nichts gemacht. Ah, nee, da hinten ist eigentlich schon ganz gut. Hä, was habe ich gerade im Stein festgestackt?
Ne, hier ist schon ganz gut. Ich werde mal die Steine hier aus dem Weg räumen und das wirklich so durchziehen. Und hoffe mal, dass es bis dahin, bis ich fertig bin, dann auch langsam wieder Tag wird. Irgendwo konnte man, glaube ich, den Tag-Nacht-Zyklus noch runterschrauben. Also so, dass es schneller wieder Tag wird. Das sollte ich auf jeden Fall tun. So, da war das Lagerfeuer auch schon. Das kann ich auch direkt schon machen. Sehr gut, dann werde ich gleich mal ein bisschen Fleisch hier kochen. Braten. Und die Skins auch mal wieder weg. Hä, spawnen die jedes Mal wieder neu in mein Inventar, oder was? So, das ist das Wasserding. Dann haben wir hier... Das kommt direkt mal hier hin. Und dann geht es hier direkt mal los. So. Sehr gut. Gut, dann sollte ich wahrscheinlich auch direkt mal hingehen und hier mir so einen Schlafsack machen. Für den ich Fasern brauche. Denn dann spawnen wir immer wieder hier und ich muss nicht... Also wenn wir nicht zu oft hintereinander sterben, dann muss ich nicht jedes Mal den Weg hierher zurücklaufen. Ich kenne da jemanden, dem ist das schon ein paar Mal passiert. Deswegen versuche ich es nach Möglichkeit zu vermeiden. So. Und zack. Ist ja erstmal sowieso nur provisorisch. Das können wir jederzeit nochmal umräumen da. Aber ich glaube, das ist ganz praktisch mit so einer Wand. Dann kann ich da notfalls auch noch ein Dach drüber machen. Aber ich glaube, da ist es dann ganz gut. Dann können die Viecher nicht von hinten angreifen. Ja, dann habe ich nach hinten gesichert. Das ist für einen Anfang wirklich, glaube ich, ratsam, das so zu machen. So. Gleich mal was trinken. Und was essen können wir dann auch gleich. Dann kann ich hier den Typen nochmal ein bisschen mehr zerlegen. So. Der braucht jetzt sein Leder bestimmt sowieso nicht mehr. Was möchtest du? Seltene Blume, Mann. Was soll denn das? Ich habe doch keine seltene Blume. Welches Level bin ich eigentlich? Level 8 erst, ist noch nicht sonderlich viel. Aber ich kann den Holzknüppel trotzdem schon machen. Gut, das ist sehr gut. Vor was rennt der weg? Vor was rennst du weg? Wieder ein Dilo oder was? Die Dilos sind hier wirklich stark. Da muss ich ein bisschen aufpassen. So ein Parasaurier würde ich mir ganz gerne tatsächlich schon direkt zähmen eigentlich. Der ist schon richtig im Arsch. Guck mal, der blutet schon richtig. Der geht bestimmt gleich down. Da ist es mit Sicherheit keine gute Idee, den sich auszuwählen. Aber es gibt ja hier, die gibt es ja wie Sand am Meer. Ist da hinten Teri? Ne, ist auch ein Parasaurier. Sowas wie Teris gibt es ja scheinbar gar nicht so an dem Strand. Nicht, dass ich nachher für die krassen Viecher so weit weglatschen muss. Vermutlich sollte ich mir eigentlich auch mal gleich Schränke machen, wo ich das ganze Zeug reinlege. Auf der anderen Seite müsste ich wahrscheinlich erstmal hier so ein Fundament auch tatsächlich legen, weil ich möchte nicht die Schränke einfach hier so hinstellen. Oder könnte ich das theoretisch auch machen? Wenn ich hier... Wenn ich das hier als Wand direkt benutze und dann einfach nur links und rechts Wände und Decken... Ich weiß, Ark hat nicht so das beste Bausystem, aber um ehrlich zu sein, bin ich dazu verleitet, das mal zu probieren. Quasi ein Haus zu machen, wo diese Wand hier die Seite, die hintere Seite des Hauses ist. Und die vordere Seite kann ich dann mit einer Holzwand noch machen. So, das sieht doch eigentlich erstmal sehr gut aus. Dann kann ich ja mal schauen... Wo habe ich denn hier... Genau, ein Fundament aus Strom möchte ich erstmal haben. Das möchte ich haben, das möchte ich haben. Eine Tür brauche ich auch. Ach so, eine Kiste ist erstmal da zum Lagern. Kann ich nicht auch einfach gleich... Nee. Hier kommen die Holzsachen erst. Und dann kommt später, glaube ich, erst der Schrank. Hier irgendwo muss der Schrank noch sein. Dafür muss ich erst noch ein paar Level ableveln. Gut. Dann werde ich erstmal eine Kiste machen, wenn es denn geht. Und zuallererst mal ein Fundament. Quatsch, ein Fundament brauche ich doch gar nicht, wenn ich das hier doch eher als Boden benutzen will, bin ich blöd. Ich hätte doch eine Wand gebraucht. Na egal, das Fundament benutze ich dann trotzdem später noch. So, Fasern, ja, Fasern, das ist ja wirklich ganz toll. Dass wir Stroh für Strohwände brauchen, ist denke ich mal auch, sollte auch jedem klar sein, dann farme ich hier noch ein bisschen Stroh. Und Fasern muss ich halt wirklich sammeln, ne. Ich könnte natürlich meinen Moschops auch hier ein bisschen, wisst ihr was, auf das Risiko hin, dass er gleich einfach stirbt. Werde ich hier bei dem... Ich werde jetzt nochmal ein bisschen den in den Lehm reinklatschen. Dann machen wir hier mal... Aktiviere Wandern und du läufst jetzt mal bitte hier und sammelst ein bisschen für mich. Der ist eigentlich relativ clean, der Strand hier gerade. Und wenn ihn was angreift, kann er ja trotzdem noch flüchten. Das sehe ich dann ja. Später möchte ich mir natürlich hier so eine krassen Viecher dann zur Verteidigung auch an den Strand stellen, damit die Moschopse hier komplett frei rumlaufen können. Jetzt momentan ist das noch nicht gegeben.
So. Das ist eine Tür, das war auch falsch. Ich bin wirklich blöd. Ich bin zu blöd zum Gucken. Es ist so. So, Strohwand. Dann gehe ich jetzt noch mal ein bisschen auf Gesundheit. Ach so, das funktioniert schon mal allein deshalb gar nicht, weil ich die gar nicht so... Okay, das wird nicht so funktionieren, wie ich es mir gedacht habe. Gut. Dann machen wir es doch mit Fundamenten. Dann war es doch nicht schlecht, dass ich das Fundament gemacht habe. Dann tun wir einfach... Dann sagen wir einfach hier... Nee, nicht drehen. Nicht wirklich drehen, sondern so. Genau, dann machen wir uns hier einfach quasi von hier aus gesehen so ein... Ja, weiß ich nicht. 3x3 dürfte in Ordnung sein. Was will dieses Viech hier eigentlich die ganze Zeit? Und dieser Grafikbug, der nervt mich auch. Kann der mal bitte wieder gehen? Irgendwann ist doch mal gut. Oh ja, es ist... Ich werde sehr lange brauchen, um Fasern, Holz und Stroh so viel zu farmen. Auf der anderen Seite werde ich es für euch ja sowieso schneiden, von daher. Dann tue ich jetzt aber auf jeden Fall erstmal... Kann ich mir nicht eine Kiste machen irgendwie? Schon mal. Fasern, Holz und Stroh. Okay. Dann mache ich das und packe gleich mal die ganzen Steine da rein, weil sonst sind die nachher weg. Das will ich auch nicht. Wenn ich die Schränke noch nicht machen kann, dann muss es erstmal eine Kiste tun. So, jetzt bin ich gleich überladen. Ach Gott, der Dilo, bitte geh einfach weg. Ich fick dich, komm. Okay, ja, wenn mein Speer kaputt geht, dann fick ich dich natürlich nicht. Nee! Der Trizier... Nee! Ey, fick dich, Mann, ich hab doch... Ich hab dich doch gar nicht angegriffen, Mann, das war der Dilo. Ach komm, das ist doch lame. Ich kann ja beim Schlafsack respawnen, ich muss dann gleich nur noch einen neuen Schlafsack setzen. Ich habe den Triceratops niemals im Leben geschlagen. Das ist schon wieder Verarsche vom Spiel. So, ist der Dilo bitte weg jetzt. Bitte, lass mich meine Sachen nehmen. Lass mich meine Sachen nehmen. Ich komme nicht an meine Sachen ran. So, jetzt. Diese Dinger gehen so schnell kaputt. Ich brauche einen Bogen, wirklich. Oh, was ist denn das? Nee. Ein T-Rex. Ach du Scheiße. Okay. Das ändert nochmal alles. Bertha. Bitte lass mich in Ruhe. Bitte lass Bertha. Bertha, komm. Komm mit. Wir werden dieses Gebiet hier verlassen und niemals zurückkommen. Ich schwör's dir, bitte. Wenn du uns nichts tust, ich gehe für immer. Ich lass alles hinter mir, was ich bisher gemacht habe, und gehe für immer weg. Nur bitte lass mich und Bertha gehen. Ein T-Rex. Ein T-Rex ist hier am Strand. Er ist einfach. Er chillt hier einfach sein Leben am Strand, der T-Rex. Ja, da kann ich nicht bleiben. Ich verkacke auch gegen jeden Dilo. Ich verliere gegen jeden Dilo einen Kampf, dann verliere ich gegen den T-Rex halt auch. Ist doch klar. Bitte geht einfach alle weg. Was habe ich euch denn getan? Da ist noch ein Moschops. Ja, es besteht natürlich die Chance, dass der T-Rex auch hier noch herkommt. Aber wie wäre es denn? Hier bin ich noch weiter weg vom Strand. Das ist, glaube ich, hier. Hier ist es noch ein bisschen unwahrscheinlicher. Ich könnte genauso gut meinen Plan einfach hier nochmal versuchen, in die Tat umzusetzen. So. Oh ja, okay, er hat Stroh und Holz schon. Das ist nicht das, was ich wollte eigentlich. Ich will, dass du Fasern sammelst, du Spacken. So, warte mal. Erstmal. Deaktiviere ich Wandern. Nein, du sollst doch... Bist du blöd? Du sollst auch die Dinger da nicht... Du sollst einfach... kann ich hier irgendwie keine Fasern einstellen? Der soll ja keine, der soll ja kein Holz sammeln, der soll ja Fasern sammeln. Na, okay, egal. Ich muss mir jetzt erstmal noch einen Schlafsack machen, wofür ich noch Leder und Fasern brauche. Verdammt! Leder und Fasern. Das Leder ist so ein bisschen das Problem. Alter, das ist ein Witz.
wie mich einfach alles angreift in diesem Spiel. Diese kleinen Scheißviecher trauen es halt sich auch einfach, mich anzugreifen, weil ich nichts mache. Oh. Oh. Raptoren. Nein. Nein. Ach, fegt euch doch. Fegt euch doch. Warum denn am Strand Raptoren? Warum denn? Warum denn an dem Strand schon Raptoren? Ich kriege mein Zeug da auch niemals wieder raus. Wir müssen nochmal anfangen. Wir müssen nochmal anfangen. Ich starte ein neues Leben am Strand Zone 2. Und hoffe einfach mal, dass es ein bisschen belohnender dort ist. Ich habe wohl keine andere Wahl. Wow, das sieht geil aus. Aber wenn ich diese Vögel hier schon wieder sehe, ne? Da geht's mir schon wieder ganz übel mit. Warum lecken die Musik so komisch? Na egal, ich packe euch ja eh Hintergrundmusik ins Video. Die Arc-Musik leckt gerade irgendwie ein bisschen komisch. So. Vielleicht muss ich auch die Dino-Spawn-Rate tatsächlich ein bisschen runterschrauben, weil das ist ganz schön krass hier. Da ist natürlich die Chance von einem T-Rex auch höher. Das hier sieht aber erstmal relativ freundlich aus. Kann ich meinen Plan des Hauses hier vervollständigen, ist die Frage. Hier war gerade irgendwo ein Moshops, ne? Hier. Was willst du? Rohes Fischfilet, fick dich. Damit kann ich, das kann ich nicht machen. So, da wir uns hier jetzt natürlich wieder ein neues Leben aufbauen müssen, heißt es farmen, 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 farmen. Aber ich werde das für euch ein bisschen zurechtschnippeln, weil sonst ist es ja wirklich einfach AIDS. Vielleicht macht es auch tatsächlich gar keinen Sinn, sich jedes Mal wieder diese Faserrüstung zu machen. Die hält sowieso nicht. Die hilft mir auch einfach nicht. Vielleicht sollte ich warten, bis ich ein hohes genuges Level habe, mir die Lederrüstung zu machen. Die Lederrüstung ist da viel geiler. Was ist denn jetzt schon wieder? Bitte nicht schon wieder ein Dilo. Gut, Leder mit der Axt. So, was willst du? Bist du immer noch der gleiche? Seltene Blume. Nee, schon wieder ein anderer, der zu hohe Ansprüche für mich hat. Hier ist auch noch einer. Das ist der mit dem rohen Fischfilet, okay. Da kann ich erstmal nichts machen. So, dann lassen wir die Skins wieder weg. Alter, Fasern ist wirklich, es ist so scheiße am Anfang Fasern zu farmen. Man kriegt schon so viele raus, aber man braucht noch viel mehr. Ach ja, stimmt, habe ich nicht vor einer Sekunde gesagt, ich wollte mir eh keine Faserrüstung machen? Na gut, okay. Dann ziehe ich mir nur die Schuhe an. Dann schaue ich jetzt mal, wie es aussieht. Ja, ich habe nächstes Level gibt es wenigstens erstmal den Bogen. Das ist schon mal etwas. Dann kann ich eigentlich nichts anderes machen, als kurz zu farmen, um nächstes Level zu erreichen. Sehr gut, da haben wir das Level ab. Dann skille ich Bewegungsgeschwindigkeit und kann jetzt einen Bogen und Steinpfeile machen. Das ist wirklich wichtig. Was brauche ich dafür? Wird sofort hergestellt. Kann ich machen, sehr gut. Nur zwar nur zwei Steinpfeile, aber wir verbessern uns mit der Zeit, ja. Da ist schon wieder irgendwas Gestrandetes. Wenn du sowieso schon hier liegst, dann nehme ich dich da jetzt auch einfach mal mit. Denk mal, man kann es mir jetzt auch nicht übel nehmen. Alter, sind die Dinger fett. Gut, Leder dürfte jetzt erstmal kein Problem mehr sein. Dann brauche ich jetzt nur noch Holz und Stroh. Und vielleicht auch, wer auch wirklich ein Moshops geil, der nicht so einen hohen Anspruch hat. Eine Tintobeere mal wieder wäre schön. Aber gut, als Anfang für die Base Defense werde ich mir vielleicht auch einfach ein paar von den Triceratopsen hier zähmen. Die dürften durchaus in der Lage sein, wenn sie in einer Vielzahl hier sind und ich sie auf Schaden skill, dürften sie in der Lage sein, hier so ein bisschen wenigstens zu verteidigen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt gerade gegen den T-Rex, aber auf jeden Fall gegen die los. Wow, für zwei Strohfundamente reicht das. Alter, das ist ja wirklich belohnend hier.
Na gut, okay, es ist ja auch, wie gesagt, es sind die Anfänge. Kann ich die Kiste jetzt schon machen? Ne, ich kann noch ein paar mehr Steinpfeile machen, das ist gut. Aber ich brauche auch die Kiste jetzt. Fasern, Holz, Stroh. So, da kommt erstmal der ganze unnötige Kram rein. Dann noch ein Dings zum Betäuben von den Viechern und ein paar mehr Pfeile. Und dann dürfte es langsam wieder ein bisschen laufen. Meine Worte in Gottes Ohren, wirklich. Ja, es ist dann... Ach Gott. Dann tu es meinetwegen erstmal hier aufs Fundament drauf. So. Hier kann ich jetzt erstmal ein paar grundsätzliche Ressourcen sammeln und ablegen, ohne dass ich die ganze Zeit überladen bin. Dann haben wir jetzt auch schon ein paar Pfeile, um uns zu wehren. Sehr gut. Jetzt wäre es schön, wenn ich so ein Schleppdino vielleicht hätte. So ein Parasaurus. Soll ich es einfach mal versuchen? Ah, erstmal der Hausdodo. Der Hausdodo ist das Wichtigste von allen. Der kommt noch vor allem anderen. So. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zähmgeschwindigkeit ist. Es kann gut sein, dass die noch nicht sonderlich hoch ist. Das sehe ich ja jetzt gleich. Doch, sie ist sehr hoch. Sehr gut. Oder? Er hat einmal gegessen, hat nur 35% wiedergekriegt. Wenn die Zähmgeschwindigkeit noch nicht hoch genug ist, werde ich sie zum nächsten Part hin auf jeden Fall noch hochstellen. Weil das dauert wirklich einfach nur... Es ist unnötig Zeit, die es beansprucht. Da kann sich auch genauso gut leicht zähmen. Aber hier, finde ich, ging es sogar noch. So, was bist du denn? Männlich. Dann bist du... Ebenholz. Alle Insider aus dem Titan Quest Mass Boss Let's Play wissen jetzt damit was anzufangen, alle anderen nicht, ja. Kommst du jetzt mal? Alter, ist der lahmarschig. Ist der lahmarschig. Ein Pteranodon am Anfang zum Fliegen wäre natürlich nice, aber den kriege ich nicht ohne Narkopfeile. So. Den muss ich auf jeden Fall auf Leben skillen, sonst stirbt er mir wirklich bei jedem Biss von jedem Dino sofort weg. Dann kann ich jetzt die Holzwand machen, sehr gut. Dann mache ich jetzt auch auf jeden Fall schon mal das Narkosemittel, obwohl ich die Narkosepfeile erst später machen kann. Und dann würde ich sagen, farme ich jetzt einfach noch ein bisschen weiter, um die Base auszubauen. So, für wie viele Fundamente reicht das Ganze denn hier noch? Das ist eine Decke, die wollte ich nicht. Kann ich das nochmal irgendwie abbrechen? Nein, natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Und jetzt fehlt mir wieder Stroh. Na gut, okay, Stroh ist relativ schnell gefarmt. Da brauche ich nur ein paar Mal gegen Baum hauen. Die Wände kann ich dann schon aus Holz machen und die werde ich dann auch aus Holz machen, definitiv. So. Zwei Fundamente noch. Ah, muss ja erstmal kein riesiges Haus sein. Wie gesagt, 3x3 schwebte mir vor. Auch bei unserer letzten Base schon, bevor sie uns leider von einem T-Rex genommen wurde. Oder besser gesagt, eigentlich von den Raptoren. Der T-Rex hat mir eigentlich nichts getan. Was ist das denn? Ich kann das Fundament in das andere Fundament reinbauen? Wieso soll ich denn das machen? Kann ich das nicht einfach davor bauen? Ich möchte das davor bauen, hallo? Geht das nicht? Ich kann es so bauen, aber jetzt möchte ich es einfach davor haben, oder geht das nicht? Das ist ja kacke. Das ist ja wirklich kacke. Ja, super. Was ist... Das hat mir nichts gebracht. Jetzt habe ich das... Also so kann man EP farmen. Das weiß ich, dass es ein Trick ist, um EP zu farmen. Werde ich vielleicht auch einfach ein bisschen machen. Dann so vor Beginn des nächsten Parts. Oder während des nächsten Parts. Das würde ich dann einfach rausschneiden. Aber ich möchte hier vorne Strohdings bauen. Und das funktioniert nicht. Das ist uncool. Warum geht das nicht? Dann muss es eine Base werden, die in die Länge geht. Dann komm mal mit. Ach, pack mal weg jetzt das Ding hier. Du. Ach, dich kann ich auch einfach aufheben. Stimmt, warum mache ich das nicht einfach? So. Da wartest du. Dann kommt der Stein hier auch noch weg. Und dann ziehe ich das Ding einfach so ein bisschen in die Länge. Vielleicht mache ich dann auch hier vor einfach irgendwie noch so Barrikaden ringsrum, dass das hier
dann nur so nachher für die Mörser wird. Zum Abstellen. Und für die Kisten halt. Und davor ist dann einfach der ganz normale Boden. Aber ich dachte wirklich, ich kann hier das Fundament, ich kann das noch ein bisschen weiterziehen. Das ist nicht so nice geregelt in Ark tatsächlich. Gut. Dann würde ich sagen, war es das aber erstmal mit der Folge. Das ist unsere Base nach einer Folge. Obwohl ich eigentlich vorhatte, heute die Base fertig zu bauen. Aber da wurden unsere Pläne leider nochmal durchkreuzt. Gut, dafür dann wahrscheinlich im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis dahin und ciao.